Hallo zusammen bei dieterhorn.de. Heute stelle ich euch den wunderschönen Stuhl 3107 vor, auch bekannt als Arne-Jacobsen-Stuhl. Entworfen bereits 1955 vom Designer und Architekten Arne Jacobsen, ein Däne. Produziert wird der Stuhl von Fritz Hansen, ein dänischer Hersteller. Das Besondere an dem Stuhl ist seine Form. Schale, die eben sehr, sehr strapazierfähig ist. Hier zeigen wir mal die Ausführung Lasur. Lasur heißt offenporig lackiert, sprich ihr seht im Detail auch die Holzstruktur. Ihr findet bei uns im Shop aber auch die Version decklackiert, sodass ihr die Holzstruktur nicht mehr seht. Erhältlich ist auch die Version funiert. Da gibt es wie hier gezeigt, Walnuss, aber auch Eiche, Buche etc. findet ihr auch bei uns im Shop. Sehr angenehm ist auch die Möglichkeit, die Stühle zu stapeln. Deswegen wird der Stuhl auch sehr häufig in öffentlichen Gebäuden eingesetzt, in Firmen, in Schulungsräumen, in Kantinen. Also ein super flexibler Stuhl. Ganz besonders interessant ist die Langlebigkeit. Der ist also erstaunlich strapazierfähig. Viele Kunden denken ja, an der Stelle könnte der Stuhl brechen. Aber ich zeige euch mal, was der Stuhl alles mitmacht. Ich stelle mich jetzt hier mal drauf. Also die ganzen Kopien, die es ja von dem Stuhl auch gibt, würden natürlich brechen. Das Original macht es problemlos mit. Neben dieser Version gibt es auch die Version vollgepolstert. Dann wird er natürlich noch bequemer. Und was ihr bei uns auch im Shop bekommt, sind die Sitzkissen. Die gibt es entweder in Filz oder in Leder.